Nirgendwo lässt sich wohl tiefer in die faszinierende Geschichte Griechenlands abtauchen, als bei einer Tour über den Peloponnes, wo die 3200 Jahre alte Ausgrabungsstätte von Mykene zum Weltkulturerbe der UNESCO gehört. Die 17 Kuppelgräber gelten als die griechische Form einer Pyramide und als eine nicht minder bedeutende Bauleistung als die der alten Ägypter. Neben den Gräbern sind die Ruinen der Akropolis, der Oberstadt von Mykene mit dem beeindruckenden Löwentor, besonders sehenswert. Doch Mykene ist beileibe nicht die einzige bedeutende Ausgrabungsstätte auf dem Peloponnes. Das rund 50 Kilometer entfernt liegende Epidaurus war einst der bedeutendste Kurort in der Antike. Bereits im frühen 1. Jahrhundert vor Christus wurde an dieser Stelle Apoll als Gott der Heilkunst verehrt. Das dortige Amphitheater gilt als das beste erhalten in ganz Griechenland und bietet Platz für bis zu 14.000 Personen. Etwa auf halbem Weg zwischen Mykene und Epidaurus findet sich mit der Kleinstadt Nauplia ein nicht minder geschichtsträchtiger Ort. Die 12.000 Seelengemeinde wurde nach der Befreiung vom 300-jährigen Joch der osmanischen Herrschaft im Jahre 827 erste Hauptstadt des modernen Griechenlands. Mehr dazu unter www.mortimer-reisemagazin.de.